Hoffentlich ist dein Gemüse frisch wie nie, wenn du einen Besuch wagst im... Fick dich ins Knie. Ey, das hätte sich gereimt. Entschuldigung. Magie. Ja, Magie hätte sich auch gereimt, aber meins war besser. Sagt man das heutzutage eigentlich noch? Eff dich ins Knie? Das haben wir früher gesagt, als ich Teenager war. Da haben wir das ganz oft gesagt. Heutzutage ist bestimmt out, ne? Heutzutage war... Nein, Pascal, ich denke nicht. Wenn ich das zu jemandem sagen sollte, weißt du? Mir ist letztens aufgefallen, mir fallen keine Beleidigungen mehr ein. Ich denke das ständig. Du bist ja mittlerweile auch schon so alt, ne? Du bist schon so oft in den Streams hier, dass du diese Boomer-Sprüche von mir jetzt alle so ein bisschen übernimmst. Du träumst schon nachts davon, wa? Und du hörst meine Musik zu oft wahrscheinlich. Kurz vor der Ziellinie. Was für ein Reinfall. Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß nur, dass der letzte Hinweis für die Schnitzeljagd ist. Hier steht, mein Geheimnis kann nur gelüftet werden, wenn ich mit meiner kraftvollen Zitrusfrucht köchel. Was? Wenn ich mit einer kraftvollen Zitrusfrucht köchel? Eine kraftvolle Zitrusfrucht. Das könnte Ingwer sein, oder? Ich schätze, du nimmst den letzten Hinweis und fügst eine Art Obst hinzu. Aber ich bin mir nicht sicher, was es mit dem Köcheln auf sich hat. Hier, versuch's mal. Vielleicht findest du es ja raus. Dankeschön. Er spricht mit Vanellope. Ja, genau. Habe ich gemacht. Jetzt switch um. Köchel den letzten Hinweis mit einem Sonnenfrucht, die eine Uhr antreibt. Eine Sonnenfrucht, die eine Uhr antreibt. Bitte was? Manchmal sag ich es noch oder such dir ein Astloch. So, ich spiele jetzt auch dabei Dreamlight Valley auf der PS5. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich hoffe, du hast nicht so viele Aufgaben zu erledigen wie ich. So, den letzten Hinweis mit einer Zitrusfrucht. Die... Also mir wäre jetzt Ingwer eingefallen. Oder halt eine Zitrone, ne? Aber so viele Zitrusfrüchte haben wir ja im Valley, glaube ich, gar nicht, oder? Das bin ich jetzt immer total überfragt. Die eine Uhr antreibt. Ingwer. Hat das was mit einer Uhr zu tun? Ginger. Auf Englisch. Ich bin total überfordert. Hä? Hab ich jetzt alles übersehen? Wo waren die Zitrone? Wo war die ganz am Anfang? Ich habe alles übersehen. Hier wäre Ingwer. Ist das richtig? Nein, ist nicht richtig, ne? Ist das doch vielleicht eine Zitrone? Ich habe wahrscheinlich gar keine mehr, ne? Ich habe sie nur nicht gesehen hier. Okay. Entschlüsselter letzter Hinweis. Aber wie das eine Uhr antreibt? Lemon? Auf Englisch? Zitrone? Ich komme nicht drauf. Was soll denn das? Ja, gut. Würden Sie schon irgendwas dabei gedacht haben? Vielleicht bin ich einfach zu unintelligent für sowas. Da ist eine Wespe. Verschwind! Ja, sie ist durchs offene Fenster geflogen. Das war eine intelligente Wespe, dass es die auch noch gibt. Darf ich was dazu sagen? Kleiner Panda, sehr gerne. Ich habe es ja eh schon gelüftet, das Rätsel. Also jetzt kannst du mich nicht mehr spoilern. Wow, du hast es geschafft, Toffi. Ich bin beeindruckt. Ja, du musst nur diesen entschlüsselten letzten Hinweis zu Sully bringen, dann gewinnst du. Machst du Witze? Du solltest derjenige sein, der das macht. Seien wir ehrlich, Toffi. Ohne dich hätte ich die Schnitzeljagd nicht geschafft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei den anderen genauso ist. Also hier, du hast gewonnen. Geh zu Sully. Oh, das ist voll lieb. Ja, ich habe gewonnen. Ja, nee, komm. Eigentlich habe ich ja gar nicht mitgemacht. Man muss ja auch eine Anmeldegebühr bezahlen wahrscheinlich oder sowas. Ja, jetzt geh schon, bevor ich mir anders überlege. Ja, das war's. Aber ich kann auch nicht immer derjenige sein, der hier im Valley alles macht. Sogar gewinnen. Weißt du, hier gewinnt echt kein Arsch außer ich. Das ist schon ein bisschen... Weiß ich nicht. Ich fühle mich so einzeln hier. Ich bin so die Besonderheit im Valley.
Die anderen sollen auch mal ein bisschen besonders sein. Weißt du, Kumpel, ich hab mir gedacht. Hier, da hast du dein Bild mit Zitrone. Hallo Toffi, also wo ist der Gewinner? Vanellope findet, dass ich derjenige sein sollte, der gewinnt. Und sie hat recht. Ja, also ganz ehrlich, ich bin ein kleines bisschen bescheiden. Freu dich, sie ist ein tolles Kind, außerdem mag sie dich sehr. Und da hat sie recht, sowohl Stitch als auch Olaf haben mir gesagt, dass du eine große Hilfe warst. Also herzlichen Glückwunsch, Toffi, du hast die Schnitzeljagd gewonnen. Das ist nett von euch. Das war zu einfach. Nee, wir bedanken uns jetzt einfach mal, ja? Wir sind mal ein bisschen bescheiden. Das war eine Quest mit Sully, da musste man eine Uhr mit einer Zitrone zum Laufen bringen. Und daran muss ich mich noch erinnern? Das ist ja schon Ewigkeiten her, aber danke, dass du es gesagt hast. Tatsächlich habe ich da überhaupt keinen Schimmer von gehabt. Hallo Jana, die war vorher. Dachte ich mir schon, das war wahrscheinlich in diesen ganzen Reihen, wenn du halt Sully levelst, wahrscheinlich auf Level 4 oder Level 7. Wahrscheinlich ganz, ganz im Entfernten habe ich da was im Kopf, aber dass ich mich daran noch erinnere, das ist ja... Da bin ich offensichtlich zu alt für sowas. Hey, du hast es dir verdient. Und die drei scheinen sich gut zu amüsieren. Ich glaube, sie arbeiten gerade an einem handwerklichen Projekt. Vanellope sagte, es sei streng geheim, aber könntest du sie fragen? Zwischen ihr und Stitch könnte es um Handwerk oder eine Katastrophe gehen. Oh ja, stimmt. Vanellope und Stitch zusammen, ein Projekt, das könnte wirklich böse enden. Schnell, komm her, sonst kommen wir zu spät. Der Mann ist alt, verlangt nicht, dass er sich erinnert. Jetzt kommt Jana rein und nennt mich einfach alt. Weißt du, wenn ich das über mich selber sage, dann ist das was ganz anderes, weißt du? Ich darf mich ja auch als hässlich bezeichnen. Ist ja Selbstkritik, ne? Aber wenn die anderen das machen, dann geht das schon an die Substanz. Ne? Das tut dann schon weh. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Hab ich gleich schon wieder vergessen. Liegt am Alter. Hey Toffi, super, dass du es bist. Ich hatte schon Angst, Sully würde helfen wollen und damit die Überraschung verderben. Als Dankeschön für die Schnitzeljagd schenken wir ihm ein besonderes Geschenk, eine Sully-Statue. Solange ich das nicht im Tat... Ja, ich habe nämlich langsam die Schnauze voll für diesen Statuen, die alle Bewohner zeigen, die ich irgendwo aufstellen muss. Ganz ehrlich, ich finde das langsam echt nervig. Ich bin ja froh, dass diese Maui-Statue noch einen Zweck erfüllt, indem sie einfach nur da steht und geprügelt werden kann bei Mulan, ne? Ach, komm schon. Du wirst deine Worte noch bereuen, wenn du sie siehst. Uns fehlen noch ein paar Materialien. Kannst du sie besorgen und zu Stitch bringen? Er will der Sully-Statue selbst den letzten Schliff verpassen. Hat das etwas mit einem Bösometer zu tun? Das klingt nicht nach einem Level, das ich spielen möchte. Es ist kein... weißt du was? Vergiss es. Was braucht ihr? Wir brauchen lila Blumen und Blaubeeren für den Farbstoff und gekochte Eier für die Augen. Die fangen doch an zu stinken. Das heißt, lila Blumen und Blaubeeren für den Farbstoff ist okay, aber du kannst doch nicht eine Statue mit gekochten Eiern dahinstellen. Und die soll ich dann hier stehen lassen im Valley? Die werden irgendwann schwarz und stinken. Boah. Es gibt wenig ekligeres als verfaulter Eiergeruch. Hart gekochte Eier. Ja, gut. Soll mal die Künstlerin mal nicht kritisieren, ne? Hart gekochte Eier. Lache ich jetzt ernsthaft über hart gekochte Eier? Bin ich schon so Kind geblieben im Kopf? Eier. Und bei manchen sind schlechte Eier eine Delikatesse. Ja, diese tausendjährigen Eier, ne? Und bei manchen gibt es sogar die angebrüteten Eier. Also die essen quasi die Embryos. Das ist voll eklig. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss. Es gibt andere Länder, andere Sitten, alles klar. Ich habe es nicht probiert. Kann sein, dass es super mega schmackhaft ist. Kann nach Marzipan schmecken. Ist mir egal. Trotzdem ist mir einfach die Vorstellung, dass ich angebrütete Eier... Also quasi ein Embryo daraus pelle und den dann esse, ist mir ein kleines bisschen zuwider. Ganz ehrlich, nee. Ich gehe lieber Blaubeeren pflücken, okay? Lila Blumen aus dem Dreamlight Valley. Ich kann euch mein neues Ding zeigen. Ich hab mein Lager ein kleines bisschen umsortiert und kann euch jetzt zeigen, wie das jetzt aussieht. Ich habe sogar noch ein zweites Lager gebaut. Eins für Blumen und eins für Materialien.
Könnt ihr gleich mal gucken. Das reicht nicht. Ich brauche noch 3. Scheiße. Ja, dann hole ich es im Lager. Aus dem hier. Ja, da habe ich noch kein richtiges Lager. Da habe ich nur so ein provisorisches. So, warte. Dann nehmen wir nochmal 3 raus. Aufteilen. 3 Stück. Der Rest geht wieder rein. So. Und jetzt zeige ich euch mein Blumenlager. Alex, hallo. Die Vorstellung ist widerlich. Ja, definitiv widerlich. Es gibt so viele widerliche Sachen. Es gibt auch Haifleisch. Das verschimmeltes Haifleisch ist, glaube ich, auf Island eine sehr, sehr große Delikatesse. Hunde, die ja immer noch in manchen Ländern gegessen werden, wo ich dann auch echt immer sage, also die Hunde, dass Hunde gegessen werden, ist eine Sache von wegen, ja gut, das ist halt die andere Länder, andere Sitten, sage ich ja, aber dass sie sogar gezüchtet werden, um zu essen, also da werden Hunde wirklich ohne Fell gezüchtet, nur um sie zu essen, aber nicht so wie bei uns die Kühe und die Schweine, die ja wirklich auch gut gehalten werden, normalerweise, und das befürwortet man ja dann auch, aber die werden halt wirklich dann so eingepfercht und so weiter und so fort. Das ist, ich finde das einfach nicht schön. So. Das ist meine neue Lagerart von den Blumen. Ich habe es mir jetzt nämlich anders gemacht. Ich habe, es sieht ein bisschen chaotisch aus, aber es hat einen Sinn. Ich habe hier zum Beispiel nur die roten und lilanen. Und, das rosane hat leider in den anderen Raum nicht mehr gepasst. Deswegen ist dieses rosane das einzige. Aber hier sind jetzt alle roten und lilanen Blumen drin. Ich habe mich damit besser wohlgefühlt, als wenn ich die Blumen alle der, quasi, wenn ich jetzt alle Lilien zusammengepackt hätte oder alle Veilchen, wie auch immer, wie die alle heißen. Wenn ich sie so alle zusammengepackt hätte, hätte ich mich irgendwie, weiß nicht, irgendwie nicht wohlgefühlt, sage ich jetzt mal so. Zumindest wäre ich zumindest nicht immer wieder auf den Trichter gekommen, wo die sind. Sage ich jetzt mal, ne? Die Blumen. So kann ich mir merken, hier sind alle lilanen und alle roten. Hier sind alle gelben und orangenen und grünen. Und hier sind alle weißen und schwarzen und... Weiß, schwarz und blau. Weiß, schwarz, blau. Müsste hier drin sein. Ich glaube, mehr ist hier nicht. Ja, das müsste weiß-schwarz-blau sein. So konnte ich mir das besser merken. War länger nicht da, was habe ich verpasst? Wir haben aktuell ein Abo-Special. Alle Abos, die hier da lassen, werden in einem Song verewigt, den wir am Ende des Streams machen. Das ist das aktuell Neueste hier. Und es gibt ein tolles neues Album von Toffee mit seiner tollen Musik, die man jetzt kaufen kann. Ja, das kostet 7,99 € und man kann es jetzt kaufen mit Toffees toller Musik. Ja, ihr habt immer wieder nach Merch gefragt. Und da habe ich dann tatsächlich endlich mal, also es war wirklich so, es wurde von der Community gefragt, hey, wie sieht's aus, Toffee, willst du nicht endlich mal ein Album rausbringen? Und jetzt haben wir es halt einfach mal als Merch gemacht. Es ist einfach nur ein Gag, dass man es halt mal macht. Aber der Gag kam gut an. Konorik, hallo, wünsche dir auch einen wunderschönen guten Abend. So, hier. Aber bitte die hart gekochten Eier, Entschuldigung, das ist eklig. Die stinken irgendwann. Tucker Toffee. Stitch wird Sally Statue bauen. Dann Stitch kommt zurück. So schnell? So schnell. Kennt ihr das noch? Paw Patrol? Ja, geh halt ab. Tucker! Kann Toffee Sally Statue aufstellen im Tal? Oh nee. Gemacht. Alter, Habt ihr die gesehen? Wo stelle ich die denn hin? Ach komm, die kommt auch zu dem Übungsplatz von Mulan. Da kann sie dann auch drauf dreschen. Ina Maus, hallo. Wir machen einfach einen richtig, richtig schön krassen Mulan-Trainingsplatz mit sämtlichen hässlichen Figuren und Puppen, die wir kreieren mussten. Und dann haut die da einfach drauf. Aber hau die hart gekochten Eier zuerst weg, sonst fangen die an zu stinken. Das ist wie an Ostern. Ich habe immer Angst, dass wenn ich an Ostern für meinen Sohn ein paar Sachen Eier rauslege, dass ich die nicht finde, also nicht alle mehr finde, weil ich die ja vorher eben rausgelegt habe und der Osterhase hat sie dann hingelegt und dann finde ich die vielleicht ja nicht alle und dann vergesse ich die ein Jahr und irgendwann merke ich so im Sommer, boah, also was stinkt hier denn so? Und dann sind da eben diese Ostereier noch irgendwo. Oder die Katzen fressen es, das wäre natürlich auch wieder eklig, ne? Ina Maus, Dankeschön für den Follow.
Oder müssen wir wieder ein Foto machen wahrscheinlich, ne? Ja. Ich mache das immer im Schnelldurchlauf, damit sie ja nicht in perfekte Pose gehen können. Aber ganz ehrlich, ich kann gar nicht erkennen, welcher der echte Sully ist und welcher die Puppe. Der hat einen Champignon als Nase und Croissants als Ohren. Alter, wenn der nicht anfängt zu schimmeln, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, das rühren nicht mal die Katzen an, wenn es verfault ist. Ja, stimmt. Die sind da doch ein bisschen spezifisch. Ah, die haben eine Nase dafür, ne? Das ist was eklig ist. Also, nee, ich will nicht, dass das hier rumsteht. Das fängt an zu stinken. Ja, wir haben es wieder weggemacht. Er hat es wahrscheinlich gegessen. Das wäre es jetzt noch. Sully, so, wie fandst du deine Statue? Jo, war lecker. Hast du gesehen, was wir für mich gemacht haben, Toffi? Das ist unglaublich. Und ich bin sicher, du hast ihnen geholfen. So wie du mir bei all meinen Problemen geholfen hast. Die Monster-Filmnacht hat Spaß gemacht. Der Dorfbewohner des Monats war toll und Vanellope zu unterrichten war unglaublich. Die Schnitzeljagd war ein voller Erfolg und das haben wir zu einem großen Teil dir zu verdanken. Du machst dieses Tal zu einem großartigen Ort zum Leben. Und deshalb möchte ich, dass du das hier bekommst. Den Mantel nehme ich gern, die Puppe kannst behalten. Du bist ein wahrer Freund und du kannst immer auf mich zählen, wann immer du mich brauchst. Gut gemacht. Okay. Echt nett. Ich will mal diesen Mantel ausprobieren. Das ist wie diese hässliche Kleidmaus. Das steht mir einfach nicht. Wo ist das unter Mäntel wahrscheinlich, ne? Ja, logisch. Ah, oh, guck mal, bin ich schick. Und mit diesem hässlichen grünen Shirt. Und, Alter, ich sehe aus, als würde ich zur Love Parade gehen. Jetzt noch richtig schöne Mucke dazu. Ah, oh, Love Parade, das könnte unser Thema von dem heutigen Song sein. Love Parade. Ich weiß, dass ihr nicht gefährlich seid. Seid ihr Menschen richtig toll. So, jetzt Problem ist, wir haben keine Aufgaben mehr, Leute. Wieder mal super stylisch. Ja, das ist typisch Toffee, ne? Wir haben keine Aufgaben mehr tatsächlich. Ich muss nämlich wieder hochleveln. Mike auf Level 10 müsste aber schnell gehen. Das können wir mal probieren. Das sollte relativ fix gehen, weil Mike ist schon fast auf Level 10. Das kriegen wir hin. Okay? Das kriegen wir hin. Der ist zu Hause. Der will mich nicht sehen. Ja gut, so wie ich aussehe, wundert es mich nicht. Ich glaube, wir haben hier einen Helden. So. Mike. Ah, ich wollte euch doch mal das andere Lager zeigen. Das kann ich euch gleich zeigen. Das steht nämlich jetzt im Rift. So. Schön, dich zu sehen, kurz mit ihm gequatscht. Guck, der ist auf Level 9. 9,5. Erst kurz mit ihm quatschen, dann schenken wir ihm noch seine Lieblingsdinge und dann können wir... Ups. Genau, dann können wir ihn wahrscheinlich noch heute auf Level 10 kriegen. Lass uns abhängen. Was möchtest du denn haben, Mike? Banane, Shawarma und ein Seetoll. Was ist denn ein Shawarma? Ist das irgendwie so ein Jugendbegriff für etwas, das schön warm ist? Weißt du? Unter den Teenagern heutzutage isst man nichts Heißes mehr. Weißt du, das ist out. Das ist voll cringe, wenn man es heiß isst. Man isst es Shawarma. Das heißt schön warm. Also nicht heiß, aber auch nicht kalt. Es ist schön warm. Und weil sich schön warm nicht schön anhört, macht man es Shawarma. Ich glaube, das gibt's wirklich. Ja, das glaube ich auch. Ich mache mich nur wieder lustig. Ich schau mal, wie Shawarma geht. Das muss ich wahrscheinlich im Internet nachgucken. Lauri, trotz Abwesenheit 85 Streamer-Serie. Oh, voll lieb von dir, Lauri. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Und danke, dass du trotzdem immer kurz reinschaust. Ich muss ein Shawarma machen, ich weiß nicht, wie das ist, wie das geht. Oh, komm, das wäre ein toller Song. Shawarma, warte mal, ich schreibe mir mal Shawarma auf. Shawarma als Song-Idee. Na, ihr heißen Schnitten. Hast wieder mich in meinem tollen Trainings... Ich habe mich nicht umgezogen. Ich war vorher noch im Fitness und habe mich nicht umgezogen nachdem. Ich bin ganz, ganz eklig, aber sonst hätte ich es zeitlich nicht geschafft um 17 Uhr. Und ich muss da wahrscheinlich heute wieder pünktlich aufhören. Und deswegen bin ich in meinem Trainingsoutfit jetzt hier. Das ist ganz, ganz peinlich eigentlich, ne? Warum erzähle ich euch das überhaupt?
Ja, du musst ja nicht an mir riechen, Jana. Ne? Besser als Shawarma wird es schon sein, ne? Hottie, ne? Ja. So, warte, jetzt muss ich das Rezept aber leider googeln, weil ich sonst, ich habe da keine Ahnung, was da reingehört. Geh mal duschen. Ja, das habe ich ja noch gemacht. Habe ich nicht. Also ich habe es heute Morgen gemacht. Ich bin heute Morgen tatsächlich zweimal duschen gewesen. Ich war heute Morgen einmal duschen, als ich aufgestanden bin. Und dann habe ich den Kercher benutzt draußen. Ich habe draußen die Terrasse gekerchert. Also psch, richtig schön mit Wasserstrahl richtig fest. Und dann wurde die ganze Siffe, die ganze Matsche so auf mich drauf. Und dann habe ich noch ein zweites Mal geduscht. Und jetzt habe ich gerade eben Fitness gemacht. Und ich wollte jetzt nicht nochmal duschen, weil das wäre ein bisschen, ne? Monate, Ryan! Wupp, wupp! Ja, danke schön! Vielen, 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 vielen Dank! Vielen, vielen, vielen Dank für 33 Monate. Krass! Krass! Jedes Mal, wenn ich dann immer mehr, gerade bei den Leuten, die halt schon seit Ewigkeiten da sind, denke ich mir immer bei jedem Monat immer so, ihr seid echt krass, dass ihr schon so lange dabei seid. Ne? Dankeschön, vielen Dank. Du darfst auch wieder Teil von dem nächsten Song werden. Du kannst noch ein Thema nennen, wenn du möchtest. Du kannst ein Instrument nennen, eine Musikrichtung, ob es von Mann oder Frau gesungen wird oder ein Land. Das sind so die üblichen Dinge, ne? Vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Ich habe letztens was mit Jodeln gemacht. Ich habe einen Jodelsong gemacht. Du kannst auch sagen, es soll im nächsten Song gejodelt werden. Geht auch. So, jetzt muss ich aber trotzdem noch Shawarma suchen, weil ich weiß nicht, wie das geht. Shawarma. Das Essen war aber schon mal warmer. Nee. Wenn es halt nicht mehr ganz so heiß ist, weißt du. Jetzt finde ich das nicht, ne? Das ist aber kein Dessert, oder? Warte, ich suche. Ich habe jetzt keine Lust, raus zu Rätsel raten, weil ich habe... Shawarma. Wildfleisch, Reis... Jetzt ist es weggegangen. Lass mich verarschen. Jetzt ist es weggeploppt. Ich konnte nur Wildschwein und Reis lesen. Wildfleisch. Alter, voll für den Arsch. Oh, ich mache eine Seite auf und der Stream hängt, weißt du? Oh, willst du mich verarschen? Ich mache eine Internetseite auf. Ich will nur wissen, wie Shawarma geht. Hauptspeisen. Wo war denn das jetzt nochmal? Es ist wieder weg. Wildfleisch. Ich schreibe mir das jetzt auf, bevor es gleich wieder weg ist. Wildfleisch. Reis. Zitrone, Zimt. Und Knoblauch. Abgesehen vom Zimt? Geil. Aber Zimt muss jetzt echt nicht sein. So, dann machen wir jetzt wieder weg, bevor es das Internet wieder abkackt. Deswegen. Mir kommt es manchmal gar nicht so lange vor. Am 15. darf ich wieder was da lassen. Oh, voll lieb. So, Wildfleisch muss ich aber noch kaufen gehen. Ich glaube, da habe ich nichts mehr, ne? Ich gehe mal kurz kaufen. Da kann ich euch nämlich auch mein neues Lager zeigen. Lager. Lager, 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 Lager. Genau. Zeige ich euch erstmal das Lager. Also ihr seid auf jeden Fall sehr, sehr, wie sagt man, also man muss euch loben für die Tatsache, dass ihr so lange mit mir aushaltet. Aber vielleicht habt ihr einfach zu viele Langeweile, Leute. Und da hören wir uns nochmal ganz kurz den tollen neuen Song von Toffi an. Achtung, weil es gerade so schön passt. Achtung. Ich kann nicht mehr. Hohlbratze, Mistsau, nix ist fair.
Oh, ja, es ist einfach schön. Wenn man Langeweile hat, kann man sich diesen Song gerne mal anhören. Fuck, fuck, fuck. Scheiß Langeweile. Ist einfach gut. Entschuldigung. Eigenlob stinkt, ich weiß.